down. Ey, was ist los? Du musst jetzt in die Kamera gucken und dich um. Ich muss was reinbringen, Entschuldigung. Donny, oh. Na, wie geht's? Das ist ein Prank. Wir haben einen Hund bekommen. Fuß, Fuß. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmühle-Kanal. Leute, heute habe ich was Cooles vor. Und zwar werde ich meine Freunde oder eher gesagt die Crew oder wen ich aus der Crew finde, nach dem Alphabet-Pranken, also nach Alphabet-Pranken. Und also das Ganze klingt so einfach, wie es einfach sich anhört. Also ich werde nach dem Alphabet gehen und werde dann meine Freunde pranken. Zum Beispiel haben wir den Buchstaben A. Damit beginnt ja das Alphabet. Da habe ich mir gedacht, werde ich einfach abschießen. Ich habe den Nerfgun und ich werde einfach hier rüber gehen, weil der junge Mann hört mich ja schon. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, Claudio? Wir beginnen mit A und wir werden René... Wir werden René abschießen. Somit ist der Buchstabe A abgearbeitet und wir gehen zu B. Nichts, René, alles gut, René. Wir sehen uns später. So, Freunde. Kommen wir zu Prank Nummer 2. Oder eher gesagt zu Prank Nummer B. Ballon zerplatzen. Aber beim Ballon ist eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich einen Ballon und ich habe hier Konfetti. Füll den mit Konfetti und schau einfach mal, wen ich jetzt aus der Crew erwische und erschrecken werde mit dem Ballon. So, ich fülle jetzt den Ballon noch auf. Dann würde ich sagen, dann sehen wir gleich, wer den Ballon abkriegt. Hey Elli, ich habe ja einen Kühlschrank in meinem Zimmer stehen, oder? Ja, in meinem Studio. Da habe ich auch schon mich bedient an den Kühlschrank. Ja, ich hab eine Überraschung. So, ich stelle die Kamera mal ab. Du musst jetzt in die Kamera gucken und dich um... Ich muss was reinbringen, Entschuldigung. Einfach in die Kamera gucken. Guck in die Kamera und ich bringe dir jetzt was rein. Du darfst nicht gucken, das ist die Überraschung. So. Ich weiß nicht, ob das wieder so gut ist. Doch, doch, Elli, das ist sehr, sehr gut. Du wirst dich freuen. Also, Elli, du magst ja Süßgetränke, oder? Ja. So, Elli, ich gebe dir dann gleich die... Was? So, Elli. Was ist mit dir? Ja, das war nichts, das war ein Ballon mit Konfetti. Das war ein Ballon mit Konfetti. Warum? Warum? Freunde, ich hab's gesehen. Ich wusste, dass das nichts Gutes ist. Ja, alles Machst gut. Du das auch wieder weg? Ja, mach ich gleich weg. Freunde. Hallo, wo ist mein Getränk? Du lass dir ein Getränk nehmen. Prank mit dem Buchstaben B ist jetzt auch fertig. So, wir gehen jetzt zu C. Ich bin gerade in der Cloud. René ist dort drüben. Hört mich gerade nicht, aber wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, C steht doch für Chaos, oder? Ich nehme einfach mal hier die Sachen und werf die mal um. So, Chaos. Hier Chaos anrichten. So, einfach alles umwerfen. Der Mülleimer, ach, das ist doch so nicht gut. So ist doch viel, viel besser. Was ist das denn? Sieht doch viel zu ordentlich aus, ey. Sieht ja viel zu ordentlich aus. So, hier haben wir doch ein gewaltiges Chaos hier. Schau mal. Wenn ich so hinter die Fensterbank schaue, dann eigentlich hätte ich gar nichts machen müssen, weil hier ist ja genug Chaos. So, ich würde sagen, Prank Nummer 3 mit dem Chaos, oder beziehungsweise Prank C mit Chaos ist jetzt auch abgelegt. Jetzt gehen wir rüber zu D. So, Freunde, Prank Nummer D. Ich war ja eben gemeint zu René, deswegen würde ich sagen, bringe ich ihn doch einfach mal so eine Fanta-Dose. Ich würde sagen, der nächste Prank ist der Dosen-Prank. Und zwar gebe ich ihm mal diese Sorte hier. Und da ich ja René abgeschossen habe bei dem Buchstaben A, würde ich sagen, gebe ich ihm jetzt diese Fanta-Dose. Aber... Es ist der Dosenprank. Und das heißt, ich habe die Dose geschüttelt und René kriegt das jetzt erstmal ab. So, oh. Oh, hier sieht es ja ziemlich unordentlich aus, muss ich sagen. Na gut, aber ist ja nicht mein Problem. So. Ich habe doch gerade auch gesehen, was hast du eigentlich in der Cloud gemacht? Ich war das nicht. Ja, sicher. Ich habe es auch gerade gesehen. Einfach im Windzug gekommen. René, ja. Ich war ja heute Morgen gemein zu dir. Ich hab dich abgeschossen mit der Nerfgun. Ja. Ich würde sagen, dafür kriegst du eine Fanta. Muss ich jetzt irgendwie Angst haben, dass da Senf drin ist oder so? Nein, die Fanta... Ist ja noch zu, ne? Ja, komm. Guck mal, ich bin so nett und krieg jetzt eine Fanta, weil... ja, hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Schade, Freunde. Man kann nicht alles planen. René, ich habe die Fanta geschüttelt, eher gesagt. Ja. Oh, na, das hat wohl nicht geklappt, ne? Aber schmeckt's denn? Schmeckt gut, danke. Toll. Ja, also wenn das jetzt schon oft gewesen wäre, dann hätte ich sie garantiert nicht getrunken, wenn du mir die gibst. Aber war ja zum Glück zu. Na gut, Freunde, es kann nicht jeder Prank funktionieren. Gut, dann hat Prank mit dem Buchstaben D hat leider nicht funktioniert. Na gut, dann schaue ich mal, was ich bei E mache. So, Freunde, kommen wir zu Prank E. Und zwar, Prank E ist erschreckend. Ich weiß, dass Donny hier gerade für Familie Vogel etwas aufnimmt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt rein und werde ihn erschrecken.
Ich wollte gucken, oh, das ist aber richtig professionell, was du hier machst, Donny. Oh, hi, Donny. Ja, wo hast du das denn gemacht? Ey, wieso schreckst du mich einfach so? Ach, sorry, ich erschreckt, sorry. Ja, wenn du reinkommst, Donny. Nein, ich wollte nur die Kamera hier hinhalten. Ich wollte zeigen, wie cool du das eigentlich warst. Du hast auch so eine coole Lampe hier und mit der Kamera. Wow, richtig cool. Puh. Ja, richtig coole Arbeit leistest du hier. Also, ja, danke schön. Familie Vogel, oder? Ja, genau. Oh Mann, ey. Oder wie heißt du deine Familie? Familie Feenstaub, oder? Genau, das ist Familie Feenstaub. Familie Feenstaub, yes. Okay. Ah. Ja, Donny, ich wollte nur... Du musst ja auch nur pranken, du musst ja auch nur erschrecken, oder? Nein, ich wollte dich natürlich nicht pranken, ich wollte dich nicht erschrecken. Okay, was gibt's denn dann? Nee, ich wollte den Zuschauern zeigen... Gucken, was ich mache. Ja, genau, ich wollte den Zuschauern zeigen, wie cool du da arbeitest, deswegen, Donny. Das nächste Mal schon muss ich abschließen. Ja, bis dann, Donny. So, Freunde, wir kommen zum Buchstaben F. René ist auch in mein Studio gekommen. Er meinte, er mag die Sorte hier nicht, kann ich leider nicht verstehen. Aber wir kommen zum Buchstaben F. Und zwar habe ich, also eigentlich sollte ich mich jetzt mit Katja treffen und wir sollten eigentlich jetzt für Spiel mit mir Herbst und Games was aufnehmen. Aber ich komme zum Buchstaben F und F steht für Faulenzen. So, ich setze mich dahin. Ich hoffe, Katja. So, ups. So, da sieht man Katja bestimmt gleich. Und ich würde sagen, ich setze mich einfach hier und faulenze ein bisschen. Ja. Also ich bin gerade hier am Chillen. Na, wie geht's? Ich will gerade dich aufnehmen, du hast doch mir geschrieben, dass du... Oh, wollen aufnehmen, ne? Stimmt. Ja, ich komm sofort, ja? Du hast mir doch geschrieben. Ja, ich weiß, ich hab dir geschrieben, ich komm jetzt sofort. Ich hab die ganze Zeit... Oh, sorry, tut mir leid, warte, ich komm jetzt in Discord rein, oder? Gut. Ja, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Also, fühlst du dich gut? Ja, ich fühle mich gut, alles gut, ich komm jetzt. Okay. So, aufnehmen jetzt. Freunde, leider ist der Akku ausgefallen. Ich habe ihn das ausgetauscht und lege jetzt schnell wieder hin. Ja? Dein Ernst? Ja, was denn? Aufnehmen? Ach ja, oh, boah, ich habe hier gerade noch... Ich habe gerade die ganze Zeit... Ach, weißt du... Alles gut bei dir? Also, ja, nein, alles gut bei mir, ja. Ich habe nur ein bisschen gechillt, ich habe ein bisschen gefaulenzt. Ja, schön, dass du gechillt hast, aber ja. Ich warte die ganze Zeit im Discord und jetzt gerade, es waren wieder 10 Minuten, die ich hier gewartet habe. Ja, willst du nicht vielleicht alleine auf was aufnehmen? So, ich meine, du hast jetzt gut 20 Minuten, 10 Minuten, wie lange hast du gewartet, ist ja ist egal. Ich würde sagen, ich chille noch ein bisschen, weil ich liege gerade so gemütlich. Du kannst ja alleine was aufnehmen. Du kannst wirklich nicht gut schauspielen, ne? Ja, also ich liege hier so, ich chill hier gerade. Du chillst hier gerade? Ja, ja, warum denn? Aber warum chillst du? Ja, nur so. So? Ja, ja. Das klingt nicht. Was hast du denn, Katja? Was hast du? Ich hab nichts. Ich lieg hier bequem. Ich lieg hier bequem und du hast die Kamera gesehen. Ach, ich glaube, die ist an, oder? Ja, die Kamera ist an. Die Kamera liegt da nicht so. Ja, du hast recht. Ach Mann, Katja hat es gemerkt. Ich hab einfach nur umsonst die ganze Zeit gewartet auf dich. Ja, es tut mir leid, Katja. Dankeschön. Ja, danke. Es ist ein Prank-Video und ich habe jetzt gefaulenzt und ich werde weiterhin faulenzt. Das heißt, ja, du kannst das Spiel wahrscheinlich doch alleine aufnehmen. Alleine aufnehmen? Ja. Tue ich gerne. Okay. Immer. Tue ich gerne. Dankeschön. Okay. Ja. Tschüss, Katja. Viel Spaß. Sehen uns erst morgen oder so. Ja, viel Spaß, Katja. Freunde, ich glaube, Katja ist echt verärgert. Ich glaube, aber sie ist auch die Einzige, die es bemerkt. Also, sie ist die Einzige, die bemerkt hat, dass ich quasi Pranks mache, weil René und Donny und so haben es bis jetzt noch nicht direkt bemerkt. Katja, also Donny hat gesagt, klar, du wolltest mich erschrecken, aber hat nicht bemerkt, wofür das ist. Und Katja hat gesagt, Claudio, du schauspielerst gerade, du, das bist nicht du, du würdest sonst mich nicht warten lassen. So, Katja hat es schon bemerkt und Katja hat die Kamera natürlich gesehen. Muss man auch sagen, liegt wahrscheinlich daran, dass Katja halt viele Videos geschnitten hat und weiß vielleicht, wo die Kameras platziert sind. Das heißt, ich muss mir bei Katja vielleicht die GoPro rausnehmen oder so, aber das werden wir noch im Laufe des Tages sehen, wie wir das machen. Freunde, Buchstabe G. Ich würde sagen, wir kommen zum Glas. Glas-Prank. Freunde, das ist eine Tasse. Ich weiß, das ist eine Tasse. Aber wenn ich jetzt ein Glas nehmen würde, dann wäre das Glas durchsichtig. Ich nehme jetzt die Tasse und fülle das natürlich nicht mit Wasser auf. Ich gehe jetzt rüber zu jemandem, den ich gerade finde und werde so tun, als ob ich ihn mit Wasser oder mit heißem Kaffee überschütte oder so. Sieht selbst. So, Freunde, das ist meine Routine tatsächlich jeden Morgen. Jeden Morgen komme ich in die Küche zu Eva. Hallo, Eva. Hi. Genau, ich würde sagen, ich nehme immer so von diesem coolen, wie nennt man das einfach? Britta-Filter, oder? Ja, Hashtag keine Werbung, so ich gebe mir mal Wasser hier rein. Genau, Freunde, dann trinke ich erstmal genüsslich von meinem Wasser. Und dann mache ich mir meistens noch Müsli und
Ja, dann schaue ich einfach mal nur, wie ich dann frühstücke und so. Dann gehe ich immer zu Eva, dann quatsche ich noch mit Eva. Hier mit meinem Wasser, was schön, schön lecker. So, ja, Eva. Warum filmst du das heute eigentlich? Ich filme das so, Eva, und soll ich dir was sagen, Eva? Das ist ein Prank! Nein, Eva. Das ist ja, genau, Freunde, somit habe ich den Buchstaben G auch abgearbeitet. Ja, Glasprank nenne ich das Ganze mal. Eva hat es tatsächlich geglaubt. Ich habe natürlich nicht das Glas genommen, das andere Glas steht hier. So, Eva, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich bin hier fertig und ich gehe einfach mal weiter. Okay. Kommen wir zum Buchstaben H. Hundeprank. Ich würde auch gerne sagen René-Prank, aber das ist leider nicht so. Hey, Donny. Du weißt ja, wir wünschen uns doch alle immer einen Hund, oder? Ja. Also, es gab mal bei uns, Freunde, ihr müsst wissen, es gab mal bei uns immer so, wir haben uns alle mal einen Hund gewünscht, so, der einfach hier rumlaufen würde, weil es ist doch angenehm, mit einem Hund zu arbeiten, oder? Nein, echt ein Hund, oder? Ja, nicht. Also, ich meine jetzt nicht René, klar. Ich spreche jetzt nicht von René. Nein, keine Sorge, René steht jetzt nicht hinter der Tür. Ich habe eine Überraschung für dich, Donny. Okay. Denn es hat doch was mit dem Hund zu tun, René. Ich sag schon René. Siehst du, ich denke an Hund, dann denke ich an René. Es hat was mit dem Hund zu tun, Donny. Ja, was denn? Wir haben einen Hund bekommen. Nein. Doch, wir haben einen Hund bekommen. Was, ernsthaft? Ja, soll ich den vorbeibringen? So, ja. Komm, warte, ich bringe ihn rein. Ach, so. Komm, komm, bei Fuß. Und wir haben einen Hund bekommen, Donny. Wow. Okay, Chase, ja, auf jeden Fall cool. Chase ist ein richtig cooler Hund. Ja. Und? Ach, jetzt kurz gerade, dass wir einen echten haben. Aber Donny, schau mal. Und ich wollte noch immer einen Hund, der am Arbeitsplatz vielleicht uns gute Laune macht. Schau mal, ja. Hier. Du kannst weiter schön Familie Vogel machen und dann ist der Hund hier. Weißt du, dass du hier Chase. Und dann was ist, kannst du mit ihm so, kannst du ihn streicheln. Ja, genau, dann kann ich immer so, ja, ist ein Braver. Ist ein Braver, ne? Ja, ja, okay, dann, ja, sehr gut, danke. Ich hab den Hund vorbeigebracht. Ja, viel Spaß, Donny, mit dem Hund. Ja, Freunde, somit ist auch der Prank mit dem Buchstaben H absolviert. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter. So, Freunde, der Tag ist schon fast rum. Wir haben es spät am Nachmittag. Ich bin aber erst beim Buchstaben I noch. Das heißt, ich werde das ganze Alphabet leider nicht durchkriegen. Aber Freunde, also in einer Stunde circa haben wir eigentlich Feierabend, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, Claudio? Du machst heute eher Feierabend. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir auch, indem wir mit dem Buchstaben I das ganze Video beenden. Und zwar I, Internet weg. Freunde, ihr müsst wissen, das Internet von Ellie drüben. Ellie sitzt ja dort drüben. Ellie ist drüben. Katja ist drüben und Donny ist drüben. Das heißt, das Internet tatsächlich wird von mir ausgeschaltet. Also sprich, wenn ich kein Internet habe, haben Katja und Ellie und ich glaube Donny auch kein Internet. Und schaut mal, Freunde. Bei wem die Box ist. Bei wem ist sie? Bei Claudio. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal das Kabel. So, es blinkt hier noch, ihr seht's. So, wir ziehen das Kabel einfach mal. So, und jetzt, meine Freunde, kein Internet haben. Gleich ist das Geschrei groß. Aber ich würde sagen, ich mache mich sofort auf die Socken, denn ich gehe gleich. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, welche Ideen ihr stattdessen für die Buchstaben genommen hättet. Also, was hättet ihr bei A genommen, was hättet ihr bei B genommen? Oder was hättet ihr bei den anderen Buchstaben genommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es tut mir leid, dass ich nicht das ganze Alphabet geschafft habe, aber ja, ich habe es halt leider nicht in 24 Stunden geschafft. Ich würde es gerne schaffen, aber da ich auch noch andere Videos drehen muss, ist es leider ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, ja, die 24-Stunden-Challenge habe ich leider nicht bestanden, muss ich ehrlich sagen. Es tut mir leid. Ja, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!